Die Polizei spricht von zahlreichen Hinweisen beim Obdachlosenmörder. Haftbefehl für Ministereinbrecher. Überfall auf Geldboten gleich zweimal gescheitert. Erwägt Musk Ende von X in der EU? Und das große Mark Foster-Interview. Hallo und guten Abend. Ja, das und mehr sehen Sie heute bei den Krone News am Donnerstag, den 19. Oktober. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im Falle des gesuchten Mannes, der in Zusammenhang mit der Tötung von mehreren Obdachlosen in Wien stehen soll, wurden ja am Mittwoch Fotos und Videos von der Polizei veröffentlicht. Seitdem sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Fotos und Videos im Zusammenhang mit dem gesuchten Mann, der mit mehreren Tötungen von Obdachlosen in Wien in Verbindung gebracht wird. Seitdem sind zahlreiche Tipps bei den Ermittlern eingegangen. Unter den Hinweisen waren auch welche auf eine konkrete Person, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Polizei vermutet im Fall der Obdachlosenmörder einen Serientäter. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, wurden vom Verein der Freunde der Wiener Polizei 10.000 Euro ausgelobt. Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden. In der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt erlitt eine 51 Jahre alte Frau am 22. Juli durch Stiche und Schnitte schwere Verletzungen. Sie überlebte. Zuletzt wurde in der Nacht auf den 9. August eine Messerattacke in Wien-Josefstadt beim Hernalser Gürtel 22 verübt, wobei der 55-jährige Mann wie das erste Opfer seinen Verletzungen erlag. Alle drei befanden sich zu dem Zeitpunkt des Angriffes in Schlafsäcken. Der gesuchte Mann ist auf dem veröffentlichten Videomaterial im Bereich Hernals Gürtel am 9. August zwischen 1.19 Uhr und 1.40 Uhr zu sehen und soll sich bei der Polizei melden. Er ist schlank und ungefähr 1,85 bis 1,92 Meter groß. Die Wahrnehmung dieses Mannes sind für die Ermittlungen von großer Wichtigkeit, wurde betont. Im vergangenen August haben zwei Männer die Eingangssicherheitstüre in der Wohnung der Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP aufgebrochen und etwas Bargeld gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Serienverbrecher. Mitten im Nizza-Urlaub ein Einbruchsschock für ÖVP-Spitzenpolitikerin Caroline Edtstadler. Auf ihrem Handy musste die Verfassungsministerin live mit ansehen, wie zwei Täter in ihre Wiener Wohnung eindrangen. Von zurückgelassenen Gegenständen der beiden maskierten Täter wurden jedenfalls rund 15 vielversprechende DNA-Spuren gesichert. Ein genetischer Fingerabdruck brachte in der gespeicherten Verbrecherdatenbank einen Treffer. Die heiße Spur führt zu einem serbischen Serienverbrecher. Der Profitäter ist wegen Eigentumsdelikten mehrfach vorbestraft. Er wird nun per internationalem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Wien gejagt. Auch bei der Fahndung nach seinem Komplizen sind die Kriminalisten zuversichtlich. Der Tipp für den Coup dürfte, ob unbewusst oder absichtlich, aus Hacklerkreisen gekommen sein. Ministerin Edtstadler hatte wenige Wochen vor dem Coup Bauarbeiter in ihrer Wohnung beschäftigt. Ein 23-Jähriger versuchte, zwei bewaffnete Geldboten zu überfallen. Nach seiner Flucht kehrte er zum Tatort zurück und startete einen weiteren Überfallversuch. Dabei lief er der Polizei direkt in die Arme. Nach einer Lokaltour und offenbar ausgiebigem Alkohol- und Drogenkonsum hatte der 23-jährige Syrer gegen 2 Uhr einen Geldtransporter bemerkt, besetzt mit zwei bewaffneten Geldboten, die gerade dabei waren, einen Bankomaten im Bereich des Einkaufszentrums zu befüllen. Beim Verlassen des Objektes lauerte der unbewaffnete und unmaskierte 23-Jährige den Geldboten auf, packte einen an der Schulter und rief: "Geld her." Der Geldbote stieß den Verdächtigen weg, worauf der den zweiten Boten ebenfalls mit den Worten "Geld her" bedrohte. Dabei versuchte der 23-Jährige, dem Geldboten die Behälter mit Gewalt zu entreißen.
Als der Syrer merkte, dass ein weiterer Sicherheitsmann hinzugekommen war, der telefonisch die Polizei verständigte, ergriff er die Flucht in Richtung Norden. Nach etwa 100 Metern entledigte sich der Mann seiner Jacke und kehrte zum Tatort zurück. Wiederum forderte er die Wachleute auf, das Geld herzugeben. Zeitgleich trafen erste Polizeistreifen ein und nahmen ihn fest. Bei seiner Vernehmung gestand der Mann, gab jedoch an, dass er sich zur Tathandlung nur aufgrund seines Alkohol- und Drogeneinflusses hinreißen habe lassen. Er habe die Geldpakete gesehen und sei dann nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen. Er wurde in die Justizanstalt Graz Jacomini eingeliefert. Im Nationalrat wird über das Budget 2024 debattiert. Die Opposition attackiert dabei die Regierung teils sehr heftig. Vom Schuldenrucksack, dem Versagen der Regierung und einem Freibrief zum Geldausgeben war die Rede. Kein gutes Haar hat die Opposition am Budgetentwurf von Finanzminister Brunner gelassen. SPÖ, FPÖ und NEOS haben bei der sogenannten ersten Lesung des Entwurfs am Donnerstag vor allem die steigenden Staatsschulden kritisiert. Zu Beginn der Debatte gab es aber erst einmal Lob von ÖVP-Clubobmann August Wöginger. Es ist ein Budget, das den Wohlstand sichert und das die Zukunft gestaltet. Daher als Ersttrainer würde ich einfach appellieren, auch die positiven Elemente in diesem Budget auch so zu bewerten, wie sie sind. Wir entlasten die Menschen weiterhin mit diesem Budget. Wir investieren in die Zukunft und wir sichern dadurch auch den Wohlstand für die Menschen. Schlechtreden und Krankjammern bringt nichts. Österreich ist ein Land, das immer auch wieder gestärkt aus den Krisen hervorgegangen ist. Daher ist durchaus mit diesem Budget auch Optimismus angesagt. Und wir können mit Fug und Recht an dieses Land und an die Menschen glauben. Daher glaub an Österreich, glaub an das Land und seine Menschen. Es ist ein Budget, das auch weiterhin Österreich in eine gute Zukunft bringen wird. Ein Optimismus, den SPÖ-Clubobmann Kucher so nicht teilt. Hinter uns die Sintflut, das ist, glaube ich, sozusagen die treffende Überschrift für das schwarz-grüne Budget. Einmal Zahlungen, die verpufft sind, Milliardenschulden und die Leidtragenden sind die Menschen in Österreich. Und die werden im Moment doppelt zur Kasse gebeten. Jeden Tag beim Einkaufen, an der Kasse, beim Supermarkt, an der Tankstelle, bei den Kosten für die Heizungen, für die Heizung, fürs Wohnen, fürs tägliche Leben. Das trägt alles die breite Masse der österreichischen Bevölkerung. Und zusätzlich hat man ihnen jetzt einen gigantischen Schuldenrucksack umgehängt, von 20 Milliarden Euro allein im Jahre 2023. Auch die FPÖ hat einen alternativen Titel für den Budgetentwurf parat. Wohlstand zerstören, Zukunft verbauen und Steuergeld verschwenden. Das gesamtstaatliche Defizit bzw. die Haushaltsentwicklung seit 2020 ist ein Spiegelbild der Unfähigkeit dieser schwarz-grünen Bundesregierung. Das multiple Versagen dieser Bundesregierung bei der Corona-Politik, bei der Sanktionspolitik, bei der Asylpolitik und bei der Inflationsbekämpfung kostet die Steuerzahler und die zukünftigen Generationen viele Milliarden Euro. Herr Finanzminister, Generationengerechtigkeit sieht anders aus. Grünen-Clubobfrau Sigrid Maurer wiederum findet die Kritik abstrus, wie sie sagt, und weit entfernt von den Fakten. Dass jetzt die Sozialdemokratie ist das große Problem einerseits entdeckt, dass das Defizit zu hoch sei, andererseits ist aber alles, was wir ausgeben, nichts. Es geht in meinem Kopf nicht zusammen, wie solche Behauptungen zusammenpassen sollen. Es ist einfach Blödsinn. Dieses Budget zeigt einmal wieder, es macht einen Unterschied, wenn die Grünen mitregieren. Klimaschutz gibt es nur mit den Grünen. Eine starke und unabhängige Justiz gibt es nur mit den Grünen. Ein starkes, dichtes soziales Netz gibt es nur mit uns. Nachhaltige Investitionen in die Wirtschaft, die gibt es mit den Grünen. Wir legen heute ein Klimabudget vor, das mit den Füßen fest auf dem Boden unserer Zeit steht, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und den Blick in die Zukunft richtet, um uns auf das Morgen vorzubereiten. Keinen Grund zu Optimismus sieht dagegen NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger angesichts des größten Schuldenstandes, den es je gegeben habe. Hinter uns
die Sintflut. Alles in die Zukunft verschieben und der zukünftige Finanzminister und die zukünftige Finanzministerin muss einmal einen Besen nehmen und das zusammenkehren, was Sie an Scherben hier verursacht haben. Faktum ist, Ihr Budget wird auch von sämtlichen Expertinnen und Experten in der Luft zerrissen. Natürlich gibt es einzelne positive Aspekte, aber der Tenor sämtlicher Experten ist völlig klar. Das ist Zukunftsvergessen. Sie schieben alle Probleme in die Zukunft hinein und hinterlassen unseren Kindern einen Schuldenrucksack, der verantwortungslos ist. Nach der ersten Lesung im Nationalrat wandert der Entwurf für den Bundeshaushalt zur weiteren Behandlung in den zuständigen Ausschuss. Bei der Kundgebung in Innsbruck gab es 3 Anzeigen. Auch mehrere Sprechchöre in unterschiedlichen Sprachen waren zu hören, unter anderem von einem kleinen Buben angeheizt. Rund 400 Demonstranten, Männer, Frauen und Kinder, traten bei der Pro-Palästina-Kundgebung Dienstag gegen 17.30 Uhr zusammen. Mehrere Redner brachten in verschiedenen Sprachen zutage, warum sie diese Demo abhalten. Danach folgten Sprechchöre. Unter anderem wurde einer von einem kleinen Buben angeheizt, der regelrecht ins Mikrofon schrie. Die Demonstranten wiederholten immer wieder lautstark seinen Sprechchor. Von einem Mann, möglicherweise seinem Papa, wurde er schließlich auf den Schultern getragen. Das Demonstrationsrecht ist wichtig und ich setze hier mein Vertrauen in die Polizei, dass sie gerade in der aktuellen Situation besonders sensibel vorgeht. Entsprechend wurde die Kundgebung am Dienstag auch sehr genau durch die Polizei geprüft. Das betont Bürgermeister Georg Willi auf Krone-Anfrage. Es dürfe nicht passieren, dass auf Demos in Österreich Antisemitismus oder Vernichtungsfantasien gegenüber Israel verbreitet werden. Die Stadt Innsbruck solidarisiert sich klar mit Israel gegen den Terror der Hamas, fügt Willi hinzu. Die Versorgung der Menschen im Gazastreifen steht nach dem tödlichen Raketeneinschlag in einer Klinik vor dem Kollaps. Allerdings mehren sich nun die Anzeichen, dass nun doch bald Hilfsgüter in das abgeriegelte Gebiet gelangen könnten. Ägypten hat einen dauerhaften Zugang für Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen angekündigt. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Rafah-Grenzübergang geeinigt, erklärte Präsidentensprecher Ahmed Fahmy, ohne einen Zeitpunkt für einen möglichen Beginn der Lieferungen zu nennen. Biden hatte nach einem Telefonat mit Sisi mitgeteilt, dass dieser zugesagt habe, für den Anfang zunächst bis zu 20 Laster über den bisher geschlossenen Grenzübergang zu lassen. Danach könnten weitere Lieferungen folgen, hieß es. Zuvor hatte bereits Israel erklärt, die zunächst blockierten Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Israel werde sich dem Aufruf von Biden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Es werde die Hilfslieferungen aus Ägypten so lange zulassen, wie diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen, hieß es weiter. Von israelischem Territorium würden aber keine Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen starten, bis die dort herrschende Hamas all ihre rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe. Wo die Trolls auftauchen, herrscht gute Laune. Große und kleine Fans der liebenswerten Geschöpfe dürfen sich auf ein brandneues Kapitel der erfolgreichen DreamWorks-Animationsreihe freuen. In Trolls gemeinsam stark wartet neben den bekannten Figuren Branch, gesprochen von Mark Foster, und Poppy, Lena Meyer-Landroth, neue Wesen, spannende Abenteuer und mitreißende Songs. Ja, die Krone traf Mark Foster zum Interview. Poppy und Branch waren anfangs nur beste Freunde. Inzwischen sind sie ganz offiziell ein Paar. Als Poppy in Trolls 3 gemeinsam stark erfährt, dass Branch eine geheime Vergangenheit als Mitglied einer Boyband hat,
beginnt für die beiden eine abenteuerliche Reise. Das Ziel, die Band wieder zu vereinen. Branch wird auch diesmal wieder von einem bekannten deutschen Sänger gesprochen. Hi, es freut mich sehr, dass wir über Trolls 3 sprechen können. Hallo aus Wien. Hallöchen. Servus. Servus, ja, sehr gut. Du sprichst ja im dritten Teil wieder die männliche Hauptrolle, Branch. Was hast du denn mit der Figur Branch gemeinsam? Also Branch ist ja ein kleiner, grummeliger Troll, der nur ganz schlecht über seine Gefühle reden kann und manchmal irgendwie dazu neigt, überschnell beleidigt zu sein. Hat mit mir absolut nichts zu tun. Ich musste mich sehr einfach reinfuchsen in die Rolle. In der Originalfassung wird Branch ja von Justin Timberlake gesprochen. War das irgendwie ein Druck für dich? Also am Anfang war es komisch. Ich glaube, mittlerweile stellt man sich die Frage gar nicht. Man hat so irgendwie, es gibt so eine Handvoll Leute, die gehören irgendwie so zusammen. Weißt du? Steve Jobs, Bill Gates, irgendwie Jürgen Klinsmann, Rudi Völler oder so. Justin Timberlake, Mark Forster halt. Das ist halt so ein Ding jetzt. Passt gut zusammen auf jeden Fall. Passend dazu passt ja auch direkt auch zu Justin Timberlake natürlich. Es geht ja im dritten Teil auch um Boybands. Zu welcher Boyband hättest du denn gerne mal gehört? Oder bei welcher Boyband hättest du denn gerne mal mitgesungen? Also ich muss ja, also aus juristischen Gründen muss ich sagen, NSYNC ist meine absolute Lieblingsboyband. Na klar. Aber es gibt so ich habe gerade ein Video veröffentlicht mit Clouseau, Farbenleuchten Schwarz. Kleiner Hinweis, könnt ihr euch anschauen im ersten deutschen YouTube. Und da habe ich ein Westlife-T-Shirt an. Also von der Boyband West, alte irische Boyband. Alte irische Boys, also halt eine ältere, halt sind jetzt keine Boys mehr. Und Westlife hat das gesehen und auf Instagram geteilt und waren stolz drauf, dass ich in meinem Video ein Westlife-T-Shirt anhabe. Cool. Somit bin ich quasi inoffizielles Mitglied von Westlife, würde ich mal sagen. Also ich war ja in deren Instagram-Story. Deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt bei Westlife mit dabei. So wir werfen jetzt noch einen ganz kurzen Blick auf das Wetter. Ja, morgen am Freitag ist es trüb durch Nebel und Hochnebel. Bis spätestens Mittag löst sich die Nebeldecke auf, dann wechseln Wolken und etwas Sonne. Die Temperatur, die steigt auf knapp 25 Grad. Ja, am Samstag überwiegt der Sonnenschein und es ist weiterhin fast spätsommerlich warm mit einem Höchstwert bei 24 Grad. Am Sonntag mit auflebendem Westwind, zu Beginn dichtere Wolken, meist aber trocken und im Tagesverlauf immer öfter sonnig. Etwas weniger warm, aber immerhin noch um die 20 Grad. Die nächste Woche startet am Montag voraussichtlich mit viel Sonnenschein und ein paar harmlosen Wolken. Dazu mäßiger Südostwind und weiter warm für die Jahreszeit bei um die 20 Grad. Am Dienstag zuerst wahrscheinlich nebelig, im Laufe des Tages gute Chancen aber auf sonnige Auflockerungen. Das waren sie, die Krone News am heutigen Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.